Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Ich warte eigentlich nur noch, dass eine bestimmte Person erscheint. Kleinen Moment. Und dann würde ich einfach sagen, fangen wir gleich direkt an. So, legen wir los, würde ich sagen. So, Spiel laden. Kapitel 5. Pierce und Officer Bradley folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte, ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside-Institut gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und es sah irgendwie so aus, als wären wir in einem Irrenhaus gelandet. Weil der Polizist irgendwie trotzdem da war, obwohl er ja verstümmelt wurde. Mal sehen, was da so abgeht jetzt. Wenn es lädt. Der Stream heute wird aber nicht so lang sein wie letztes Mal. Ich muss dann doch noch ein bisschen erledigen danach. So. Den Wahnsinn betreten. Den haben wir uns angeguckt. Den haben wir auch uns angeguckt. Werde ich jetzt mal gekonnt überspringen. Ja, genau, doch. Hier. Where am I? Hier haben wir das letzte Mal aufgehört und was geht denn hier ab? Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. Der hat ja alles vollgemalt. No, no. You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Was? Ja, das geht schon mal nicht. Nee, schlafen. Kann ich hier nicht noch was anderes machen? Nee. Ich kann hier wirklich nur schlafen? Was soll das sein? Okay, ich kann es jetzt nicht mehr angucken. Hier auch nicht. Ich kann nur schlafen gehen. Dann gehen wir schlafen. Hä? Wieso bin ich jetzt wieder woanders? Okay. Oh, ich dackel aber ziemlich. Uah. Einstecken kann ich hier nix. Hier geht nicht. Bretter. Okay.
Oh, hoffentlich legt sich das gleich wieder, weil das ist echt widerlich. Kam es dir vor, als wärst du besoffen. Tag, was geht? Was? Die waren gerade aber noch nicht da. Erwürgst du dich jetzt selber? Hi. Ein Wasser, bitte. Okay, machen wir mal weiter. Ich habe mich schon gefragt, wie ich aus dem Keller da rauskam. Kam ich wahrscheinlich gar nicht, ne? Also bin ich der Auserwählte, der den Cthulhu freilässt? You there. Wake up. Come on, stand up. Jetzt bin ich, okay. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive. I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Was tun Sie mit den Patienten hier? Wie soll ich von hier entkommen? Ich weiß nicht einmal, mit wem ich es zu tun habe. So groß ist das Risiko nicht. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Oh, ich konnte wieder nur eine Sache fragen. Okay, ich hab mein Feuerzeug und die Sturmlaterne. Aus der Anstalt entkommen. Mal ein bisschen umgucken. Keiner hier drin. Okay. Man könnte ja vielleicht noch irgendwelche Pillen abgreifen. Was kann man denn jetzt hier machen? Sarah? The paintings are cursed. Also was die Sarah malt.
Sarah. Am I in an asylum? Ach. What did he write about the painting? Why the strange symbol repeated over and over? You can't escape. He sees me. He sees everything. Tja, das war's, oder? Da unten ist noch was. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Hm? Wieso hat die den denn besucht? What did they inject him with? What does this mean? Gute Frage. Was hat die denn mit dem zu tun? If I don't get out of here, I'll end up like him. Poor wretch. Okay, dann hau ich ab. Versteck dich. But we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. To keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, don't be disappointed anymore. No one enters or leaves. Yes, doctor. Ja, super. Hm? Ah, DC Junkie, danke für deinen Follow. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Hm. Okay, ich muss sie loswerden. Was hat... Oh nein, so Hiding-Spiele, das ist übel. Was geht denn hier ab? Krieg ich Angst? Das ist schlecht. Also ich krieg Panik, wenn ich in kleine Räume gehe. In kleine dunkle Räume. Das wird ja witzig. Gut, dann versuchen wir es mal. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. Vorwärts nehmen. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. You've run out again upstairs. Das klappt irgendwie nicht mit dem Vorwärtsgehen. And above all, leave the wheels where they are. Good God. What could this machine be used for? Keine Ahnung, aber... Ah, hier ist nichts drin. Mist. Krankenakte von Francis Sanders. Das ist, glaube ich, der Typ, der gerade neben uns, also gegenüber da war. Laut dieser Akte liegt der Patient am Psychosen. Er stach sich seinen Augen in einem Tobsuchtsanfall aus. Ja, das ist nicht so gut. Kann ich hier die Leute ablenken wahrscheinlich, wa? Hier ist ja alles offen. Erstmal alles durchsuchen. Okay, kann ich mich wieder verstecken? Okay, ich kriege immer diese Panikanfälle. Also das kann ich nicht zu lange machen. Sarah Hawkins. She was a patient here. Sarah Hawkins wurde einige Zeit vor ihrem Tod aufgrund ihrer Wahnanfälle in Riverside interniert. Das Feuer in der Villa war nicht ihr erster Versuch. Aha. Die war also auch hier in der Anstalt. Dementia? Self-inflicted wounds? Ein Dokument, das beschenkt, dass Irene Sanders, die Ehefrau von Francis Sanders, ihren Mann nach Anzeichen schweren Wahnsinns hat einweisen lassen. Okay, der hat sich selber
verstümmelt. Zoology, Esotericism, Mineralogy and a full shelf on cephalopods. Hätte ich reingeguckt, gell? Okay. No problemo. Ja, okay, danke. Dankeschön, Dankeschön. So. Ach, der Typ ist das. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe mich nicht erschreckt. Ach, Kacke, ich wurde erwischt. Ach, hier bin ich. Hey, habe ich den nicht schon mal gesehen? That's all. Sleep. You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here, except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Oh, jo, abgemacht. Ihre Schlafstörungen. Is it the noise that disturbs you? No, it's the nightmares. We all have them here. That's what wakes us up. And afterwards, there's no way to get back to sleep. Abgemacht. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Alles klar. Ich gehe in den Lagerraum. Locked. Exactly what I need. Ach, der Schlüssel. Den habe ich gar nicht gesehen. Hier kann ich mich nochmal drin verstecken. Bin ich schon so gut, dass ich das Schloss aufkriege. Jawohl. Nice. Dann geh mal rein. Hier ist der Lagerraum. Oh, da sind mehrere. Ja, das ist nicht so doll. Ah, scheiße, wo soll ich hier hin? Das mit diesem durch rüberlehnen geht irgendwie auch nicht. Ey, packst du die Lampe wieder ein? Das ist nicht so gut. Where do they keep their sleeping pills? Scopolamine F. There's no such thing. Kleine Flasche mit Schlaftabletten. Ja, nimm mit. Los. My new friend's sleeping pills. Los, 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 los. Schön, 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 schön. Gut, 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 gut. Passt gut. Ja, jetzt muss ich gleich nur noch den Weg nochmal zurückfinden. So, der Typ war... Hier, ne? I've got what you want. Show me. Schlaftabletten geben. There. And remember,
Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows, they're everywhere. Make them go away. Ja, mach mal, hopp. Ich dachte, er macht jetzt Krach. Alter, mach Krach. Oh, da ist schon einer. Scheiße. Wie kriege ich die denn jetzt da weg? Shit. Kann ich noch? Nein, kann ich nicht. Letzter Speicherpunkt. Ah, oh Mann, ich hasse sowas. Ah, der Typ kommt. Okay. Mist, ich weiß nicht wirklich. Wo lang? The green gas leaves from here and it runs through the whole building. This valve controls the pressure. Hab ich noch meine... Impossible to break this chain with my bare hands. Ach nee, ich hab die ja gar nicht. Ich bin noch bei Resident Evil von gestern. Oder? Nee, Quatsch, hier hatte ich doch auch so eine Zange. Control wheel is missing. Okay. Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen, wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht Gefahr einer Explosion. Allen-Mechaniker, okay. Oder... Okay, hier ist nichts mehr drin. Versuch mal. Hat nicht geklappt. This padlock is too complicated. Ich habe noch nicht genug gelevelt. Mitteilung an das Personal. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen Sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten, Dr. Fuller. Gespeichert. It's locked. Let's calm down. Gott, was machen die denn mit dem armer Kerl? Scheiße, was bück ich mich denn? Oh, ich hab den nicht gesehen. Ah! Oh Gott, ist das laut. Mann! Wieso? Ich drücke mal den falschen Knopf, wenn ich rennen will. Ich hasse es, mich zu verstecken. Ich muss mal gerade... nein, 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 abbrechen. Was gucken. Und zwar hatte der irgendwie gesagt... Nee, Gamepad, nein, Tastatur. Ich kann... Rennen, ducken, nächstes Licht schießen. Vorwärts lehnen, hier, rechte Maustaste. Das geht ja gar nicht. Der lehnt aber doch gar nicht. Ah! Nee, warte mal. Ich hatte es doch gerade, oder?
Ah, jetzt habe ich's. Okay. Der Typ ist da hinten. Okay. Dieser schwere Band ist der erste in einer Reihe von drei Bändern. Medizin. Oh, den steckst du sowieso ein. So. Oh, guck mal, ich habe drei Punkte. Die könnte ich eigentlich mal verteilen. Wo war das mit dem Knacken? Da, Schlösser knacken. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht kriege ich dann das Tor da auf. Nee. Oh, komm. Nein. Ach, oh, Mist. Ja, bestätigen. Jetzt habe ich es drin. Okay. I could use this control wheel to turn the valve I saw. So, einmal noch probieren. It's no use. The padlock won't give. It's no use. Ach so, du kannst das gar nicht. Du kannst das gar nicht knacken, na dann, das ist ja shit. The next step. Oh, ich bin froh, dass das Spiel so oft speichert. So. Und was bringt mir das jetzt? Dem haben sie die Zwangsjacke angezogen. Oh, nur wegen dem Buch. Noch ein Rad. Hier ist die Küche von der anderen Seite. What carnage. Was geht denn hier, ey? Ich weiß nicht, was das bringt. Now for the others. Ach so. Ey. Hier kann ich mich einfach verstecken, wenn die mich gefangen, also wenn die mich mal gesehen haben. Aber irgendwie bin ich immer zu doof zum Weglaufen. Die Musik ist nicht hilfreich. So, er kann mir nicht mehr helfen. War ich sonst noch irgendwo, wo ich unbedingt lang musste? Get me out. Don't let me sleep in here. Hier ist gar nichts. Ja, ihr könnt alle anscheinend nicht schlafen, wa? Das ist ein Topf. Hier komme ich nicht rein. Hm, I
that there's no longer any priests on Darkwater. Mhm. Was bringt mir denn der Rosenkranz? Ist hier echt reingekommen. I saw something over there. Alter! Krass! Ich hätte nicht gedacht, dass der hier in die Zelle reinkommt. Jetzt war ich aber gerade am Schwitzen. Übel. Den habe ich umgeswitcht. Hier war ich schon. Ach, von hier kam ich, ja. Und hier war ich auch schon drin, ne? Ja, okay. So, ich habe zwei Schalter umgelegt. Ich habe die Räder dran gemacht. This machine seems to consume a great deal of electricity. Ah. I can still increase the load. Ah, so ist das gemeint. Theoretically, I've only got one lever to push. Einen Hebel noch. Vats of rotten flesh, worse and worse. So, mir fehlt ein einziger Hebel. What will happen if I increase the current to the limit? Ach so, hier. I can still increase the load. Hä? Ah, mir fehlt noch irgendwo ein Hebel. Aber wo? Steht hier. Hier ist aber gar nichts. With these chains on your wrist, you can't escape. Da in dem Raum war ich auch. Ich war nicht in der Küche. Hey. Rennt er mir jetzt noch hinterher? Habe ich irgendwie eine Map? Nee. Das wäre kacke. Nicht hier rein, nicht hier rein, nicht hier rein, nicht hier rein.
Shit. Es ist noch hier, das Licht. Oder? Naja, das ist das Licht davon. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mir fehlt anscheinend nur noch ein Schalter. Ich hab den von da hinten. Ich hab den von da. Ich hätte jetzt gedacht, hinten wäre noch einer da bei der Küche, aber da ist auch keiner. Den Schlüssel brauche ich. Hat er mich jetzt gesehen? Ich dachte, du hast einen Schlüssel, du Pfosten. Da den. Buh, hallo, na? Alles klar, Tobias? Wie geht es dir? Ich verzweifle hier gerade ein bisschen. Ich brauche... Wofür habe ich denn jetzt... Kann ich hier irgendwie... Nee, Moment. Wie komme ich denn nochmal in mein Inventar rein? So, ich habe hier Hinweise. Nein, ich habe hier Schlüssel. Die Tür zum Wachraum im Keller. Hä? Welcher Wachraum? Schlüssel zum Wartungsraum. Wartungsraum und Kellerraum. Und was ist das hier? Ist das nicht der Wartungsraum? It's no use. The padlock won't give. Ja, aber du hast so einen Schlüssel. Brauchst ja nicht knacken. Hier für den? Da? Ja, weiß. Fortschritt! War der letzte? All the levers are activated. Alles klar. Mach den noch wenigstens auf. The door is blocked on the other side. Ja, ist auf beiden Seiten abgeschlossen, du Hasenbär. Ja, gut, hab weitergespielt. Mr. X kommt gleich. Ja, super. Ich renn voll dran vorbei. Ah, nein! Oh Mann! Egal. Ich hab ja jetzt. Wo hat der jetzt gespeichert? Ach. Go. Los, los, lauf, lauf, lauf. Nice. Da reinstellen. Ich habe doch überlegt, ob ich zuerst hier reingehen soll. Nein. Don't you worry about the doctor.
Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Was haben Sie ihnen angetan? You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Sarah Hawkins hat diesen Fluch heraufbeschworen? I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you! Let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Oh, was geht hier ab? Das ist laut. Sanders. What the hell? Was geht denn ab? I got it. Ich muss ja weg. This is insane. What killed him? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Dass es ein Cthulhu-Ding ist, hin oder her, aber dass Irrenhäuser immer experimentieren müssen, ja, ist echt. Es kommt echt. Das Thema kommt auch so oft in Horrorspielen, ne? Mit Irrenhäusern. Oh! Hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, voll weggerissen, ey. Was geht denn jetzt? Gas. Ich mach grad gar nichts. Was passiert? My head. Later. We need to move on. Oh, raus! Yay! Pierce erwacht in einer Anstalt im Keller des Riverside-Instituts. Dort traf er auf Dr. Colden, eine Freundin von Bradley, die ihm zur Flucht verhalf. Er durchstreifte den Ort, an den Dr. Fuller uneingeschränkt herrscht und konnte mit einem Mann namens Francis Sanders sprechen. Bevor er von den Augen des Detectives starb, beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley und Colden das verfluchte Gebäude. Die drei Verbündeten beschließen, in der Villa der Hawkins Unterschlupf zu suchen. Also, hängt die Anstalt mit dem Cthulhu-Fluch zusammen? Was geht ab? Alter, was ist das? Ii! Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Deswegen, früher war nicht alles besser. Erst echt so. Ja, du willst jetzt wieder trinken, Alter. Hä? Ich habe eine Pflicht. Dieser Mann spielt mit ihrem Leben. Meint er mich? Meint die mich?
Oh, nee, der meint, glaube ich, den Dr. Fuller. Die meint den Dr. Fuller. Guck mal, jetzt sieht alles gar nicht mehr so gruselig aus, wenn es hell ist. Hier ist auch ziemlich alles sauber. Naja, sauber. Sauber ist relativ. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Oh, ich könnte was essen. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Hä, wie kam der denn zurück? Are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Jetzt werde ich gleich wieder eingewiesen. vielleicht habe ich eine Spur mit Colton sprechen. Was mache ich zuerst? Nee, Okkultismus habe ich nicht gelevelt. Sie und Dr. Colton zurückkehren. Sie haben gesehen, dass Charles am Leben war. Sie sollten doch tot sein. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on it. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Ja, nicht wirklich. Hm. Sie und Dr. Colton. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Das hat mir also nichts gebracht. Das ist nicht so gut gelevelt. Ihr Gedächtnis. Ja. What do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor then. Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital. And called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Eigentlich wurde der nämlich umgebracht. Er wurde aufgespießt und zerstückelt. Na, verstümmelt eher. Morgen geht's weiter mit Resident Evil 2, wenn es wieder hell ist und weniger windig. Ja, ist echt so. Bei uns ist gerade schon alles über den Balkon geflogen. Der Tisch ist weggeflogen und der Grill ist weggeflogen. Haben wir alles reingeräumt. Was ich erleiden musste. I met a Francis Sanders. You know him? Of course. He's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Er ist durch den Raum geflogen. Er nannte ihn den Schlurfer, eine Art Krise. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Bleiben wir besonnen, wir sollten uns besser der Wahrheit stellen. You're right.
Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I try. I'll do my best. Alles klar, so. Ein Sturm hat was Gutes. Alles, was sich loswerden will, stelle ich auf den Balkon. Und weg ist es. So, wir haben 3 Punkte. Dann wäre es vielleicht mal gut, wenn ich hier Psychologie ein bisschen level. Und hat Psychologie, ja. Verbesserte Fähigkeiten steigt eine Chance, die Motivation einer Person anhand des Verhaltens oder der Analyse des Gegenstands zu verstehen. Verbesserst du die Fähigkeit, steckt deine Chance, versteckte Gegenstände zu finden. Redegewandtheit beeinflusst deine Fähigkeit. Das ist eigentlich ganz gut schon. Das mit dem Schlösser knacken ist auch 85%. Komm, ich mache mal ein bisschen Psychologie. Und dann noch bei Entdeckung einmal. So, wir haben neue Leute. Das war hier der. Der Charles Hawkins. Den habe ich gesehen, der hat nämlich eigentlich den Bradley da platt gemacht. So, und dann haben wir die Ärztin, die Marie Colden. Das war der Verstorbene. Ah, schön steht dabei. Der ist so schön grau markiert. So. Dr. Fuller, angefordert, kommt das rüber. Ja, der Kellergewölbe. Ja, verbotene Experimente an seinen Patienten durchgeführt. Wie soll es auch anders sein? Der sieht schon so creepy aus. Mit der Witwe sprechen. Wie sprechen wir denn jetzt? Ah, ich kann hier einfach raus. Sehr schön. Pierce Colden und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders ist ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detektiv geht zu dessen Haus, um seiner Witwe über den Schlofer zu sprechen, den der Mann vor seinem Tod erwähnte. Nicht so eine gute Idee, wenn die den deswegen hat einweisen lassen, oder? Naja, probieren wir mal unser Bestes. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Oh, die ist aber verständnisvoll. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me. Oh nein, nicht die schon wieder. Well, well, look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death? Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Ach, guck mal, die hält sich wenigstens raus. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Ärzte und Experimente. Wusste nichts von so einem Studiengang. Yesterday. Der ist bestimmt immer schnell voll. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened?
Ich sag ja nicht die Wahrheit. Er starb schreiend direkt vor meinen Augen. Ich war nicht mehr da, als es passierte. Sie nehmen es ziemlich gefasst auf. Oh, das war schlecht. Ich dachte nicht, dass sie das. I do not like the tone of your illusion, sir. I had long months to weep every tear in my body and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is real. I need to understand. How could this happen in a reputed institute? And right before your eyes, did you not do anything to help him? Ich habe ihn nicht dorthin geschickt, tut mir leid, aber ich hatte nichts damit zu tun. Der wahre Schuldige ist Fuller. Ich würde das hier sagen, weil ich will jetzt... Ja, komm. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me and then leave. Er hatte von einem Schlurfer gesprochen. Woher kennen Sie Sarah Hawkins? Was tut Cat hier? Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Also ich hätte wohl das Erste genommen. Reinhard, wie ist das mit dem... Er starb schreiend vor meinen Augen. Da war Blut. Da war gerade Blut. Wo ist denn hier, wenn ihr mir jetzt noch sagt, wo die Galerie ist? Hier ist sie nicht. Hier ist sie auch nicht. Hier ist die Galerie. Oder? Nee. Schlüssel zur Sanders Galerie. Hä? Ich habe das Buch jetzt gelesen, das wird mein Schicksal verändern, aber ich konnte doch nichts machen. A strange Amerindian pendant. Ein altes Amulett, vermutlich indianischen Ursprungs. Ich frage mich, welchen Zweck es wohl hatte. Keine Ahnung, aber steck es ruhig mal ein. I could use one of those. Ja. Genau, klau hier einfach mal ein paar Sachen. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. To finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unsere Freundschaft auch einen kleinen Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlurfer. Deine Freundin Sarah Hawkins. Okay. Der Wal und der Dorsch. Und eine kurze Geschichte von Darkwater. Das steckst du eh wieder ein. Alles klar. Das steckst du auch ein. Medizinfortschritt. Der Lovecraft hatte echt ein verdrehtes Gehirn. Wie Clive Barker. Clive Barker sagt mir gar nichts. Da muss ich aber gleich mal googeln. Das schreibe ich mir mal gerade auf. Das interessiert mich. Den Lovecraft kenne ich ja. Clive Barker.
werde ich mich gleich mal schlau machen. Aber Medizin könnte ich echt mal leveln, oder? Ach, ich hab keine Punkte. Hä? Wie level ich das denn? Nicht mit den Punkten anscheinend. Ich muss das ja immer so abspeichern. So, den Schlüssel für die Galerie habe ich. Was ist jetzt der Schlurfer? Nette Sachen. Nein, das war nur der. These artifacts date from pre-Columbian times. Das da ist der Schlurfer. The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Ein Engel mit einer Schweineschnauze und Hörnern? Und Dämonenflügeln. Okay. Kriegt man ja Angst, wenn man hier nachts reinkommt. Why was he so interested in old weapons? Creepy. Ja, meine Lampe ist wieder voll. Nice. Dann schauen wir uns jetzt mal an. Ah, hier ist auch noch mal. Cool. Das ist der Schlurfer. Sieht echt eklig aus. Das Bild, das Bild, das Bild. Oh nein, bitte nicht. Jetzt muss ich mich vor dem Vieh verstecken. Das hat schon mal keine Augen. Weiß ich auch, wofür die Schränke dann im Raum waren. What the hell was that? Alter, wie soll ich denn hier rauskommen? Was war ich denn jetzt, Cliff Barker? Ich muss hier gleich raus, ich muss hier gleich raus. Wie komme ich hier raus? Ich hasse sowas. Scheiße. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Das ist gerade die Kacke. Also ich kann nicht an der Tür raus. Am liebsten würde ich ja erstmal rumrennen, um zu gucken, wo ich hin muss.
auf! Ich weiß nicht wohin. Ich kann ja nicht zur Tür raus. Zum Verstecken E drücken. Ja, aber es wäre schön, wenn ich wüsste, was ich machen muss. Keine Ahnung. Hä? Kann? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Schlupf ist ein Gemälde. Ja, das habe ich ja jetzt. Ja. Aber wie ist mein Auftrag jetzt? Ich habe nichts. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich machen muss. Hat einer eine Idee? Meine Hinweise. Cliff Barker, Jericho, PlayStation 3 Spiel, der hat Ähnliches geschrieben und war Namensgeber beziehungsweise Vorlauf für das Game. Ah. Okay. So, Hintergrundinfos sind immer sehr stark. Keine Ahnung, wohin. Jetzt wieder voll einer in der Klatsche. Ja. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Und wie? Kann ich da einfach mit meinem Feuerzeug hin? Oh ja, steht doch jetzt noch ein paar Stunden da in der Ecke. Hat's mich gesehen? Oh, ich hasse so Level. Gemälde zerstören. Dankeschön, Nubia. Hi. Ja, aber ich weiß nicht wie. Da lag ein Tagebuch am Startpunkt. Wo meinst du am Startpunkt? Da, wo der Gemälde war, das war kein Tagebuch, da war nur Öl. Zünd's an! Oh, ja, wie soll ich es denn anzünden, du Nasenbär? Vielleicht kannst du das Öl auf das Gemälde schütten und es dann abfackeln. Eigentlich kann ich da nur meine Dings voll machen, aber ich kann es mal versuchen. Kommt da vorbei. Eigentlich macht er hier, wie gesagt. Oh, die Musik macht mich immer so panisch. Da, wo du dich als erstes versteckt hast in der Zwischensequenz. Talak. Ah, okay. Wo das Vieh über mir drüber so geguckt hat, meinst du? Damn. Try tearing the painting with this thing. Alter, was habe ich da gerade gemacht? Ich habe mir einfach mal so ein Messer rausgeholt.
Vielleicht meint er mit Gemälde zerstören einfach mit dem Messer rein. Los, 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 los. Ja gut, das war schon mal scheiße. Das Vieh hat mich gesehen. Das Vieh hat mich gesehen. Das Vieh hat mich gesehen. Ja gut, das mit dem Dolch war schon mal scheiße. Mann. Ja, aber dann bringt wahrscheinlich Feuer ja auch nichts, oder? Wenn das alles da eingesogen wird. Irgendeinen Hinweis darauf, was da helfen könnte. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Naja, eigentlich habe ich nur das Schreiben gehabt. Aber jetzt hast du es gesehen, oder? Dass da was lag. Ja, ich kam, wie gesagt, nur nicht dran jetzt gerade. Ich versuch's nochmal. Kann ich die Sachen kaputt machen, damit ich den woanders hinlocke? Nicht gesehen, dass er da stand. Ja, jetzt muss ich auch noch aufpassen. Das Vieh hat nicht mal Augen. Wie kann das wissen, dass ich da stehe? Guck mir das jetzt gerade noch mal an. Obwohl, nee, warte, ich mach's so. What the hell is that? Nee, das ist, du meinst das Ding hier, ne? Das ist aber nur das Öl, was auf der anderen Seite steht. Ich weiß nicht wie. Ich kann das Öl nicht nehmen, damit mache ich nur die Lampe voll. Ah, oh, scheiße, hab ich gesehen. Muss ich ein bestimmtes Artefakt nehmen? Aber ich habe keinen Hinweis. Ich kann halt nur versuchen. Ich kann jedes Ding ausprobieren und versuchen, aber das ist ja Bullshit. What the hell was that? Ich nehme mal das Ding hier. Damn, maybe I can use this dagger. Vor allen Dingen, die Alte kommt nicht. Ich zerlege ja einfach alles. Die hört das gar nicht. Oh, was macht er denn da? Na, lass den mal machen. Ich weiß halt auch nie, wie lange ich in den Dingern da drin bleiben darf. Ne?
Scheiße. Ich weiß einfach nicht, was ich brauche. Das ist doch kacke. Ich kann doch jetzt nicht hier rumrennen und jeden Dolch da in das Gemälde schmeißen. Und Feuer klappt auch nicht. Ich mache damit nur die Lampe voll. Scheiße. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich den Dolch nehmen, der am komischsten aussieht, oder was? Damit mache ich nur die Lampe voll. Damn it. I have to use a specific pattern. Ja, da bin ich auch schon drauf gekommen, Alter. Einen bestimmten. Aber ich weiß nicht welchen. Das wird bestimmt so ein Dimensionsding sein. Ja, ich glaube auch. Deswegen, ich bin bestimmt in einer Parallelwelt, wo der Bradley noch am Leben ist. Wo er nicht zerfleischt wurde. Von dem Kult. Aber woher soll ich denn wissen, welchen... Oh, ich hätte mir vorher die Deutsche angucken sollen. Es ist zu spät. Der hat direkt da abgespeichert. Das ist halt scheiße. Das war ja auch nicht... Kann ich noch mal an einem bestimmten Punkt laden? Geh noch mal zurück. Spiel laden. Hättest du bestimmt in dem Buch lesen können, wo die Truse war. Ich hatte das Buch ja drin. Also ich hatte das Buch ja... angedrückt, aber der sagte lesen oder nicht lesen, dann habe ich auf lesen gemacht und dann ist nichts passiert. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht direkt wieder vor dem Gemälde spawne. Dass ich jetzt nochmal den Schlüssel kriege oder so. Oh, shit. Kacke. What the hell? Hier stand gerade irgendwas mit dem Schlurfer. Das kann ich, eine gebundene Ausgabestunde. Ne. Der Wal und der Dorsch. Ne. Das sind nur diese Praxisbücher für was anderes. Shit. Aber hier stand gerade irgendwas von dem Schlurfer. Oder hier den Schlurfer untersuchen abgehakt. Ich weiß gar nicht, was ich mir. Hm. Das ist ein Double-Bladed. Okay. Du hast nicht lesen. Oh, habe ich nicht lesen geklickt? Shit. Ich dachte, ich hatte auf Lesen geklickt. Weißt du was, wenn ich jetzt nochmal erwischt würde, ist mir auch egal. Ich suche jetzt erstmal das Vieh. Das Ding. Zählt Double Blade als Doppelklinge oben oder auch weil das da unten hängt? Maybe I can use this dagger. Das Vieh hat anders geschrien, vielleicht. Oh nein! Ja, Musik wird ruhig lauter. Zählt das als Double Blade? Weißt du, was ich mache? That maybe I can use this dagger. Ah!
Der wartet. Damn it. Aber du hattest ihn schon mal. Hä? Aber den habe ich doch... Hä? Den hatte ich schon mal? Bin ich dann gestorben? Ah. What the hell was that? Ich will denn mehr vorsichtig weitermachen. Das ist echt kacke. Vorsichtig ist scheiße. Klappt nicht. Ah, aber ach, du meintest den. Du meintest den. Ja, nee, der ist doch nicht. Scheiße. Da muss ich einen anderen nehmen. Die da waren aber alle nicht double. Der Rest. Da muss ich auf die andere Seite. Das war doch einer, ja. Dann war das ein wohl der falsche. Ja, jetzt rennt das Vieh in die falsche Richtung. Genau da wollte ich nämlich lang. Ah, der hat mich gesehen. Ah, jetzt ist er noch stehen geblieben. Oh. Ja, ja, klar. Aber ich wusste nicht, wie du Double Blade jetzt hier so meintest, oben und unten. Oder ist das einfach eine Klinge, die oben so zwei Dinger hat? Weißt du? Dass sie einfach so zwei Klingen nebeneinander hat. Deswegen war ich da verwirrt und habe einfach als ausprobiert. Aber anscheinend ist das der falsche. Und der andere, den ich ja benutzt habe, diesen Dolch, der hatte ja Tentakeln. Und dann dachte ich, das wären ja auch mehrere. Aber das klappt ja auch nicht. Der? Ja. Maybe I can use this dagger. Ist doch so ein Doppelding, oder? Kann ich den in meinem Inventar sehen? Nee. Oh, das ist ja doof. Ich hab den doch in der Hand. Das Vieh hat gar keine Augen, das kann mich gar nicht finden. War da hinten an den Dingern noch nicht. Wenn das der nicht ist, muss es einer von denen sein. Fuck. Egal, komm, nimm den. Nicht. Damn it. This dagger didn't work. Doppelklinge? So? This dagger looks different. Ja! Oh, danke, 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 Tobias. Danke für den Tipp. Stech ihn ins Gesicht! Stech ihm ins Gesicht! Nein, ins Gesicht! Ist wie ein Licker, geht nach Gehör, ja. Was ist jetzt los? Werde ich reingezogen? What's the matter with you? Oh. Fast noch die Hand abge... Oh, Schwein. Danke, danke, danke. Don't tell me that you're going crazy too. Doch. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Danke, danke, danke. Endlich habe ich es geschafft. Ey, das hat jetzt lange gedauert. Ich wurde angegriffen von einer Kreatur. Das Gemälde war verflucht, kann ich nicht nehmen, weil ich keinen Okkultismus gedingt habe. Nein, ich habe nur zu tief ins Glas geschaut. Ja, ich weiß nicht, ich sag einfach mal das hier. Weil, nicht, dass sie denkt, ich bin nachher echt bekloppt.
It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. Haben Sie nichts gehört? Sie wussten vom Monster? You knew about the beast. What are you talking about? Okay. Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Ich sollte wirklich mit diesem Drake sprechen, und sie geben mir diese Information kostenlos? It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Die ist ja doch cool, ganz cool drauf, hm? Oh, sie weint doch, siehste. Aber das Bild hat trotzdem geblutet. Der Schluff erwies sich als viel mehr als nur ein von Sarah Hawkins gemaltes Kunstwerk. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte es der Detektiv, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass der von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, dem Besitzer der namenlosen Buchhandlung, an Sender verkauft wurde. Pierce beschließt, dem Laden einen Besuch abzustatten. Ja, bringt wahrscheinlich auch nichts. Der lebt bestimmt nicht mehr. So lange mit dem Vieh aufgehalten. Nur weil ich nicht richtig gelesen habe, so ein Scheiß. Das hat mich schon so gewundert, weil ich dachte, ich hätte drauf gedrückt, Buch lesen, und dann kam nichts. Ah, ich hätte nochmal dran gehen sollen. Na egal. Der Reverend ernannte sich selbst zum Propheten. Er wies Gott zurück und verehrte ein merkwürdiges heidnisches Wesen in monströser Gestalt. Seine Frau wollte ihn zur Vernunft bringen, aber ihre Mühe war vergebens. Er war überzeugt, dass er auf die Stimme in seinem Kopf hören musste, weil sie die Wahrheit sprach. Ja, die Stimme höre ich auch. Also der Typ hier. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Sigmund Freud verfasste dieses Handbuch für Psychologen. Darin beschreibt er die Techniken zur analytischen Deutung von Träumen. Die Analyse muss mehreren Regeln folgen, insbesondere denen der freien Assoziation, die Freud Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte. Träume werden als Wege zur Offenbarung verborgener Wünsche interpretiert. Ich bezweifle, dass diese Theorie auf meinen Albträumen anwendbar ist. Wollte ich gerade sagen, ich träume auch immer ziemlich Horrorgedöns, weil ich anscheinend zu viel Horror spiele und zu viel Horror gucke. Davon wünsche ich mir nichts. Eine puritanische Kolonie, angeführt vom Reverend John Wickwood, ließ sich im 17. Jahrhundert auf der Insel nieder. Die Kolonisten nannten die Insel Darkwater aufgrund der dunklen Färbung des Meeres, die ihrer Meinung nach von der eigenartigen Farbe der Felsen rings um die Insel stammt. Sie richteten die ersten Gebäude, darunter das Hawkins-Anwesen, die Kirche und den Friedhof. Die wenigen Dokumente und handschriftlichen Notizen, die sie hinterließen, sprechen von Albträumen und abartigen Verhaltensweisen. Sie verschwanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Oh, in der Buchhandlung mal ein paar Bücher klauen. Wer will das nicht? Amen, ja.
kam schon. Ich fand die. So. Ach, hier ist schon wieder Öl. Ja. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Genauso präzise und detailreich illustriert wie der erste Band konzentriert sich dieses Buch auf Heiloperationen im Bereich von Fehlbildungs- und motorischen Störungen. Kannst du viele Bücher lesen, bringt dir aber nicht viel. Wenn ich jetzt auf J gehe und wieder irgendwas leveln will, kann ich hier wieder nicht leveln. Die Fähigkeit, Medizin können, Deck von Papier. Ach so, das kann ich nur leveln, wenn ich die Bücher finde. Oh, dann. Gibt es hier noch ein Okkultbuch? The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical Movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Die Schöpferin der Texten, Werkers. Ja, da war jetzt nichts mit. Doch, Okkultismus. Ah, ja, okay. Nice. Level mal weiter. Guck nochmal gerade mit der Lampe, ob du hier nichts übersehen hast. Wusste gar nicht, dass ich mit der Lampe extra nochmal durchgehen kann und dann noch mehr Bücher finde. Oder war das jetzt Zufall, weil ich da noch nicht gucken war? Fragen über Fragen. Hier noch was? Nein? Okay. Hier noch was? Ich glaube, hier habe ich eh noch nicht geguckt gehabt. Nö. Okay. Hier ist was kaputt gegangen. What happened here? Let's start over. Where did they break in from? So, hier. Blood. Seems like amateur work. Und dann da. To whom does this footprint belong? Der ist verletzt gewesen. Also, das war ja nur von der Scheibe. Das da sieht aber eher so aus, als wurde dem irgendwie so in die Rippe gestochen oder so. This burglar seems to be rather clumsy. Ja, oder der ist hier irgendwo drauf gefallen oder so. Aber hier ist jetzt nichts mehr. Hä? Scheint nicht hier weiter zu gehen. Der wollte hier an das Bild, hä? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? Das Zeichen hat der Sender so überall in seiner Zelle gemalt. What the Charles Hawkins? Aha! Du Lausbub! Was hattest du hier vor? Aber ich habe noch nicht alles gesehen. Was habe ich übersehen? Kann ich den an... Ah, Moment. Ah. Hm? Die Sarah Hawkins war hier dran. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Das war das Buch. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Nur die konnte das anfassen, hä? Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Hm. Die hängt da ja ganz schön mit drin. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Da ist das Zeichen auch drauf. Dieser Schlüssel, der das Symbol der Alten trägt, ist das einzige, das deine Psyche schützen kann. Er hat die Form eines zylindrischen Medaillons, das an einer schweren Kette hängt. Vor hunderten von Jahren wurden der Stern und der Ast, die die Krähe, die Kräfte der großen Alten zurückdrängen sollen, darauf eingraviert.
ist denn dann? Alles deutet darauf hin, dass Charles Hawkins ihn den Vorbesitzer einer ägyptischen Antiquitätenhändler gestohlen hat. Das Datum von Zeitungsausschnitten, die das Vergehen meldeten, stimmt mit den Daten von Hawkins letzter Reise nach Kairo überein. Es bleibt abzuwarten, ob er den wahren Nutzen des Schlüssels kennt. Versuche ihn zu finden. Okay. Guten Abend, Ningitsida. Ningitsida. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Sonntagabend. Is everyone on this island taking sleeping pills? Irgendwie nimmt hier jeder Schlaftabletten, kann das sein? Ich hoffe, du hattest insgesamt einen angenehmen Sonntag. Bei dir war es nicht so windig wie bei uns. Man muss zumindest anerkennen, dass der Titel des Buches gut durchdacht ist. Die dargestellten Abbildungen der menschlichen Anatomie und der Seziermethoden werden sehr detailliert abgebildet. Man benötigt einen starken Magen oder den notwendigen Abstand eines Arztes, wenn man darin etwas nachschlägt. Wie sieht's aus? Ah, 42%, 30%. Ja, das wird doch. Das wird langsam. Ah, hier ist noch was versteckt. Strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Hatten wir doch letztens schon. Bleib einfach bei Nin. Alles klar, Nin. Ach, ging bei einem. Ja, Wochenende geht immer schnell vorbei. Ja, ist leider nicht. Ja. Ich könnte jetzt auch noch ein paar Tage vertragen. Nin. Ich merke mir das jetzt. Nin. Das müsste mir eigentlich direkt ins Auge springen bei dem Namen. Ein merkwürdiges Amulett. Der Anhänger hat die Form eines großen Hundes. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich die Buchladen durchsuche. Ah, ja. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht, wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, sodass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Er liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in drei Walzen versteckt. Jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagte, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person oder eher ein Genie meinem Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Armitage an der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass er in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass Sie die Gefahr erkennen, die der Inhalt darstellt und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich Sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen Ihres Handels erleben können. Oh, das wird lustig. Ich habe die Rätsel hier anscheinend nicht so drauf, aber wir mussten bis jetzt auch nur eins machen und das habe ich ja nicht durch Köpfchen gelöst, sondern durch Kraft. So, wie kann ich denn hier rumswitchen? Schloss wechseln ist hier, drehen ist hier. Okay. Dann müssen wir mal schauen, wie es hier aussieht. Vor allem, weil du gerade ein Spiel spielst, mit dem man mein alter Ego maßgeblich zu tun hat. Old Tentacle Face. Ich muss jetzt also ein paar Sachen hier irgendwie. Arkham Editions. Never heard of them. Auch als Albtraumlyrik bekannt, diese Sammlung von Gedichten wurde ja öffentlich aufgenommen. Derby war zu der Zeit erst 18 Jahre alt. Dieser Band ist Teil der Arkham-Anthologie und wertvolle Sammlungen, Abhandlungen, Arbeiten über Esoterik und Übernatürliche. How many volumes are there in this collection? Ein Zauberbuch. Hier geschrieben wurde. Neuauflage.
Another volume by Arkham Editions. Oi. Wartet mal. Ich will mal gerade gucken, ob das das Einzige ist, ob ich mich nur mit den Büchern hier beschäftigen muss. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Nee. Eher sofort. Moment, ich gucke noch gerade. Buch lesen? Ja, jetzt sehe ich es. Hier war nicht lesen. Oh. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Diese Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mythischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit phantasmagorischen Bildern illustriert. Okay. Das war der. Das war das Vieh, dieser Schlurfer. Oh. Dann können wir jetzt das wieder mitziehen. Ja. Hab ich die gerade übersehen oder waren die gerade noch nicht da? Ja, ich glaube, ich muss nur an die Bücher, die jetzt da hinter der Dings sind. So, dann hören wir mal Walz 1 zuhören hier. Red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Das war die erste Walze. Das ist die zweite Walze. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham Editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Band 9. So, Schachfiguren. Queen has indeed protection. So, es ist noch der Springer, es ist noch der Turm. Ne, es sind noch beide Springer und der Turm da. Hat das was zu bedeuten? The Queen has little protection. Der hat was von dem Schachbrett erzählt, aber wie soll mir das helfen, jetzt das Tor aufzumachen? Vielleicht 4 für Queen und die 3 anderen? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal gerade nach dem Buch gucken. Das müsste ja irgendwo hier sein, dieser 9. Band. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Hier steht aber nie, welcher Band das ist, ne? Der sagte was von dem 9. Band, der wäre sehr gut. Also der wäre. So, Moment, ich guck mal gerade. Ist einer der großen Alten aus der Cthulhu-Mythos, respektive aus dem Roman. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Ja, ich weiß, aber ich suche ja den 9. Band, aber hier steht keine Zahl drauf. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Eine Sammlung von verfasst von Nostradamus, übersetzt von What did Drake say about this collection? Ja, der Ach so, da oben steht's ja drüber. Oh, bam. Drake talked about a particular volume.
Das war das Azathoth und andere Schrecken, oder? Diese Sammlung von Gedichten wurde in ihrer Veröffentlichung 1908 mit Begeisterung aufgenommen. Derby war zu der Zeit 18 Jahre alt. Den kann ich nicht mitnehmen, aber heißt das dann... So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Wie drehe ich denn? Nee. Nee, ach. In der Überschrift, ja. Danke, habe ich dann auch gesehen. Auch ich mag den. Ich bin meine Lieblingsautorin neben diversen Philosophen und Kafka. Das soll das Buch aus Menschenhaut von Satan sein. Ja, davon gibt es eine Adaption. Tanz der Teufel zum Beispiel. Jetzt bin ich verwirrt. Wegen... What did Drake say about this collection? Dem Buch und den Schachfiguren. Ich höre mir gerade noch mal die Dinger an. And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ich kann leider nicht drin blättern, ich kann nur die eine Seite da lesen. Aber der hat gerade was von dem Gral gesprochen. The Chalice of Knowledge. Dieser Kelch sieht uralt aus. Er scheint aus Gold. Ich nehme eine Rubine von mir, dieses Motiv. Ich kann ihn nur drehen, ich kann nicht reingucken oder so, ne. Oh, jetzt bin ich ganz verwirrt. Was. Ergeben die Rubine und Saphire ein besonderes Motiv? Keine Ahnung. Ich sehe da jetzt nichts. Das ist wieder so ein Rätsel. Ich raff die Rätsel hier nie. Der Kelch des Wissens. The Chalice of Knowledge. The Queen has little protection. Hat einer irgendwie einen Plan? Irgendwie verstehe ich das Rätsel hier nicht so. Also es hat mit dem Buch zu tun, mit dem Schachspiel und mit dem Gral, mit dem Kelch. Drake talked about a particular volume. So
So these are the volumes that Drake was talking about. And what did Drake say about this collection? Da habe ich Drake nur gerade was geguckt. Nee, okay, quality. Alles klar. Zuerst erzählt er was von den Rubinen. Das müsste das erste sein. Das zweite ist das Schachspiel. Und das dritte ist das Buch. Und er sagte irgendwie, die Rubine haben eine komische An... irgend so ein Muster. Aber ich habe da gar kein Muster. Also, keine Ahnung. The Chalice of Knowledge. Ergeben die Rubine und Saphire ein besonderes Motiv? Die Saphire sind ja die blauen und die Rubine sind die roten. Aber was sollen die für ein Motiv ergeben? Die grünen Smaragde, zu denen sagt er gar nichts. Aber was sollen die für ein Motiv haben? Soll ich nur einfach zählen, oder was? Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weiß nicht. Und eins, zwei, 3, 4, 5. 5 Rubine sind's. Dann sind's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 blau. Nee, da kann man. Ich kann den nur drehen. Ich kann nicht. Kann den sonst anders nicht haben. Aber da er nicht sagt, welche Anzahl, sondern von dem Motiv, fand ich jetzt gerade. Und das Motiv, finde ich, ist genauso wie hier auf dem Schachbrett die Figuren. Also der Turm und die zwei Springer. Das mit dem Schachspiel ist eigentlich eindeutig. Die Figuren, die die Königin beschützen, da kommst du bestimmt drauf. Es ist wieder der Druck, weil ich das on, also wenn mir Leute zugucken, deswegen bin ich wieder zu doof dafür. Es sind 3 Stück. Ich verstehe es nicht. Ich finde irgendwie zu blöd. 2 Springer und ein Turm. Korrekt. Warte mal. Ich probiere mal gerade was aus. Wenn das richtig sein sollte, erkläre ich es euch nachher. So, das geht schon mal nicht. Nee, das war falsch. Nein, Spiel fortsetzen. Oh Gott, wieso schaffe ich das nicht? So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Da.
Ich hätte jetzt gedacht, Derpy war zu der Zeit erst 18 Jahre alt. Dass ich die 18, also 8 plus 1 sind 9. Deswegen habe ich zuletzt die 9 eingegeben. Dann habe ich nämlich gedacht, Springer, zweimal Springer und Turm sind 3 Figuren, eine 3. Und die Rubine und die Smaragde zusammenzählen. Das wären 15 und die 1 und die 5 wären 6. Aber. The Chalice of Knowledge. Aber der sagt Rubine und Saphire. Ja, Saphire. Saphire sind die blauen, Smaragd sind die grünen. Ich bin zu doof. Wieso kriege ich denn das nicht hin? Erfolgsdruck. Es sind 3 Figuren. Queen has little protection. Ja. Denke ich wieder zu kompliziert, oder was? Wahrscheinlich nicht kompliziert genug. Oder 4 Figuren, weil es 4 weiße sind? Oh Gott. Nin, hast du das schon gespielt? The Chalice of Knowledge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blaue. Und 5 rote. Sind 15. Aber der meint ja das Motiv. Und das Motiv ist der eine Springer hier, der eine Springer da und der andere Turm ist hier. Ich kenne nur das Original. Ach so. Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich so doof? I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Yeah. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dann sind's 3 Figuren. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9. Azathoth and other horrors seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. Hier redet aber nur von den Rubinen. I am willing to pay to know its secrets. Aber eine Idee hätte ich schon, aber ich habe dir ja gestern gesagt, wie ich zu dem Thema Spoiler stehe. Klar, weiß ich. Ich versuche es auch immer gerne erst selber, aber wenn ich irgendwann dann wirklich nicht mehr weiter weiß. Er sagte jetzt gerade in dem Band nur was über die Rubine. Also würde ich jetzt einfach mal die 5 ausprobieren. Die 5, die 3. Aber die 18 ist halt zu viel. Gehen wir mal zum Buch. What did Drake say about this collection? Vielleicht nur die 8 für 1908? 5, 3, 8. I try. Nein. Oh, ich wollte nicht E drücken. 5, 3, 8. Auch nicht. 5, 3, 9. Doch, die 9 für... Probieren wir mal die 9 für die 18. Moment. Da. Nee. Oh, dann war ich ja doch nah dran. So ein Scheiß. Dann war die 9 wirklich für die 18. Also die 1, die 8 zusammengerechnet, die 3 für die 3 Figuren und nur die Rubine. Ich habe mich voll durcheinander gebracht mit dem scheiß Muster.
Ich denke wirklich viel zu kompliziert für die Rätsel. Nee, die 9 hatte eine andere Bewandtnis, aber richtig war es trotzdem. Wofür stand denn jetzt dann die 9? Für die 1908. Die 9, auch das 9. Buch. Oh, Brett. Ohne Witz. In der namenlosen Buchhandlung verfolgte Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und Sarah Hawkins darin aufbewahrt hatten. Ein menschenhautgebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detektiv unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Ja, das war ganz ordinär, der 9. Band. Oh, ey, ich habe echt viel zu kompliziert gedacht. Oh, ich dachte so 18, 9 plus 1. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Ich bin jetzt die Ärztin Colden. Ah. Was den Patienten angeht. Den Patienten untersuchen. Steht er unter Beruhigungsmitteln? Rufen Sie Dr. Fuller. Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Den Patienten untersuchen. Very well. I'll examine him. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Klebrig. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Was ist Petechie? Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Ist Petechie irgendwie, dass er gequält wurde oder so? Weil der so Schwellungen und sowas hat, dass der geschlagen wurde? Weil das Wort habe ich noch nie gehört. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Der Zustand seiner Glieder ist besorgniserregend. Er ist stark dehydriert. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Wenn denen das schon so aufgefallen ist, dann hätte ich den mal in eine Wanne gelegt. Das sind, glaube ich, ganz viele kleine Blutpunkte auf engem Raum. Achso. Da muss der ja lange gelegen haben, oder? Dann sammeln sich doch immer so Blutflecken, oder? Ich kenne mich da nicht aus. Der Zustand seiner Glieder ist besorgniserregend. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. Krass.
It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. So was habe ich noch nie gehört. Also. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Für mehr Wissen müsste ich auch selbst nachsehen. Das hört sich an, als ob der Dr. Fuller mit in dieser Sekte ist. Als ob der eigentlich nur auf den Typen aufpasst und der wirklich irgendein Vieh austrägt und der für den Kult auf dieses Viech aufpasst, was wohl aus dem rauskommen soll. Aber ich kann auch natürlich total falsch liegen. So, sein Körper verändert sich. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Cowden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Also, ich glaube, der hat wirklich so dieses, ich weiß nicht, ob das Cthulhu ist, dass er gebärt oder so, aber dass das, was in seinem Bauch ist, wirklich sein ganzes Wasser aus ihm rauszieht, deswegen, dass der so dehydriert ist und wenn er dann halt gewaschen wird, dass es ihm deswegen dann besser geht, weil er dann ja wieder Wasser kriegt. Und dass er dem irgendwas aus den Knochen zieht. Weil es dann deswegen so ist. Aber, naja. Ach bitte, was sollen sie denn gesehen haben? Dass es sie so auffühlt. Seine Symptome sind besorgniserregend. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Sie machen ein Monster aus ihm. His limbs, his body temperature. I don't know what experiments you've undertaken, but this is going too far. Oh, I sense some excitement beneath your indignation. Could it be you wish to join me in my scientific endeavors? You are a brilliant physician, Dr. Fuller, but this man has the attributes of some kind of animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Oh, wenn wir es da übertreiben, sperrt er uns nachher auch in den Keller. What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Die Beweise sind in den versteckten Akten. Bisher ist nichts
Bisher ist nicht von Verbrechen die Rede. I disapprove of Fuller's methods, but his treatments have saved more lives than I can count. And Mr. Blake? You said yourself he was dying. I don't know what to think for now. What I'm sure of is that Fuller is hiding something from us. And I need to know what that is before I take a chance exposing him. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. So, wo sind wir hier? In Fullers Büro gelangen. Das ist so, dieses. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh, well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Bester Schwestern! We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Wenn die mit dem zu tun hat, dann ist wahrscheinlich der, die Medikamente absetzt. Medikamente da nicht weiterleitet, war. Oder freigibt. The doses prescribed by Fuller are far too high. Boah, dieses Krankenhaus finde ich furchtbar. I don't have any business in the boiler room. Ja, dann such doch Fullers Büro. Wait a minute. Where do you think you're going? Oh, die Alte. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. Ah, das ist okay. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Pits. So, okay. Hier ist schon mal das Büro. Das ist gut, weil ich wusste nämlich nicht genau, wohin. Let's hope I can go through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Ist ja gut, Alter. Ich wollte ja nur mal gucken. Okay, ich muss... wie komme ich da rein? Irgendwie muss ich die Alte ablenken. The operating room is steht ja da oben. Donovan ablenken. Wie lenke ich die Alte ab? Kann die nochmal nicht was wegen den Medikamenten sagen? Okay, die macht nix. Ich dachte, die könnte die ablenken, indem die nochmal sagt, hier, ich brauche Medis. An old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off,
I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Alles klar, ich geh zu dir und sag dir, das Wasser geht wieder nicht. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Boah, ey, du arbeitest auch schon so lange hier, dass du denkst, du gehörst zum Inventar. Kann das sein? Behandeln das weg. Alphabetische Reihenfolge, bla bla bla. Nichts Wichtiges. Wie kann ich denn die dazu bringen, dass die an das Wasser da machen? Direkt die Donovan-Anlage? Ja, genau. Wie gesagt, ich habe versucht jetzt gerade. Kann ich da in den... Wo ist das jetzt hier der... Die labern schon wieder. Hä, wo bin ich jetzt? Ah, da. Okay. Kann ich die da hinschicken, dass die nochmal die Donovan anlabert? It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Ich dachte, die macht dann was anders. It's temperamental, if I understand correctly. Das Wasser abstellen. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Schlüssel? Schlüssel? Kein Schlüssel? The boiler room key is not in its place. Dr. Fuller always keeps his key with him. The boiler room key is not in its place. Oh, wo ist dieser Kackschlüssel? Wo ist der Schlüssel zum Heizungsraum? Would you know where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place. Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. But if I may say so, Doctor, I think that the problems of our patients are more urgent than the plumbing. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I'll see to it right away. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. So, wer hatte den Schlüssel? Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie die alle heißen. We're running out of this medicine. I know, Doc. Once again. Hier steht nur Krankenschwester, da steht nicht mal ein Name. Everybody says it. She's everything all right. All is pink. Courage. Thank. Hier geisterte doch noch einer rum. Ich versuch's mal bei ihr. Die macht gar nichts. Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Betty Voss. Okay, danke. He's in your hands.
Alles klar. Betty, wo bist du, Betty? Da hat das Spiel gerade ein bisschen geruckelt. Bist du Betty? Hello, Betty. Ja. I'm looking for the key to the boiler room. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. Schön, dann hängst du noch nicht mal zurück, du. Why did nobody tell me about her admission? In der Zustand beschrieben, Irene Sen. Die Frau von dem Sanders war hier. Ja klar, hat er nichts gesagt, weil... Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Natürlich hat er nichts gesagt, weil der nicht will, dass die Fragen stellt, weil der Sanders unten im Keller sitzt. Exit? Schwesternzimmer. Wie war die? Von hier kam ich, ne? She's a witch. The answers must be hidden in Fuller's office. And I'm the one who pays. Ist das hier? Ne, hier bin ich wieder da. Ich finde mich hier nicht zurecht. Schwesternzimmer B. Hier ist die Administration. Hier ist der Boiler Room. Block A. Block B. Aber das ist ja nicht... Watch out for the water, Doctor. Alles klar. Was gibt's hier denn? Erstmal, Essen. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Versorgen Sie weiterhin seine Wunden. Ich weiß nicht, was wir noch tun können. Der Patient wurde falsch behandelt. You did good work. The tranquilizer has kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Okay. Ich hatte was vom Schwesternzimmer gesagt, aber ich finde kein Schwesternzimmer B. Oder habe ich eine Treppe übersehen? Ich guck gleich nochmal. Dann hat sie die ganze Zeit den Schlüssel. Da. Ah. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Thank you.
I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Wäre auch zu einfach gewesen. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. The last. The missing files must be hidden here. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Oh nein. Puzzle. Drehen? Die drehen sich alle gegenseitig. Das ist ja lustig. I've unlocked something. Und ich stelle mich so an. Patient files. I was right. Das war's schon. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Eine Studie über das Stendhal-Syndrom. Eine besonders seltene Geisteskrankheit. Betroffene zeigen psychische Störungen aufgrund einer Reizüberflutung, wenn sie Kunstwerken ausgesetzt sind. Aha. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature. This finger belonged to a woman. Why keep it here? It goes without saying that these peculiar illusions are the price that comes with her exceptional needs. Why is Ethan on medication? Oh, alles. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? First, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came. I'm late. The charge was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Mm-hmm. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It's definite that I had the presence of mind to set them all in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Heißt, sie ist noch da unten?
Ach, ich kann hier durch. Lol. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Ah, jetzt erwischt mich bestimmt die Alte. I must go back to the basement. Ich will nicht in den Keller. Wo war der Keller? Da. War das vielleicht kurz bevor die mich befreit hat? Wie spät haben wir da eigentlich? Halb neun. Ich wollte gar nicht so lange machen. Ich kann nicht anders. Ist hier noch was? Nein. Mist, hier ist abgeschlossen. Shit. Now, that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Ja, ich glaube, das sollte nicht passieren, oder? Falsche Tür aufgemacht. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Oh, was ist das? Turn around. Slowly. Talk, filthy thief. Oh, I swear I'll shoot. Es war Charles Hawkins. Ich habe nichts Falsches getan. Hier. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. Er ist nicht tot. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Ich bin nicht sicher. Marie Cohen war dort. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. Yeah. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins Mansion. Now go. Rescue the doctor. Ach, das ist jetzt eben gewesen. Ich war jetzt gerade in der Zeit schon, als die da drin. Also ich will nicht schon wieder in das Krankenhaus, in die Anstalt. Die ist gruselig. So, ey, wir sind in Kapitel 9. Das Buch projizierte Pierce in den Körper von Dr. Colden. Der Detektiv erlebte, wie die Freundin von Bradley ihre Ermittlungen durchführte. Mit den Experimenten von Fuller konfrontiert, betrat sie sein Büro und fand heraus, dass der Leiter nicht nur Informationen über Sarah Hawkins, sondern vielleicht sogar ihre Leiche zurückhielt. Dabei wurde sie von Fuller entdeckt. Pierce muss sie retten, bevor es zu spät ist. Und da machen wir dann nächstes Mal weiter. Weil dann mache ich nämlich jetzt mal aus. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Und wir sehen uns dann die Woche auf jeden Fall wieder. Ich will nämlich die Woche noch spielen. Und sag wieder Bescheid auf Instagram. Oder ihr seht es halt ja dann auf Twitch. Also dann, habt einen schönen Abend. Bis die Woche dann. Tschüss.